Ja moinsen, meine sehr verehrten Brudingos und willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Im letzten Part haben wir es endlich aus dem Mondberg rausgeschafft. Es wurde aber auch mal Zeit. Wir haben so krass rumpalabert. Ich werfe mich gleich aus dem Fenster. Ist doch nicht normal. So, und jetzt würde ich sagen, geht es nach Azuria City. Wir sind auch gar nicht so weit davon entfernt. Dementsprechend, let's go meine Boots. 5 Pokebälle. Normalerweise steht hier ein Guru rum, der uns Attacken beibringt. Glaube ich jedenfalls. Wenn ich mich da richtig erinnere. Das war jedenfalls im Pokémon Feuerrot, Blatt, Grün so, aber jetzt ist hier, glaube ich, ein bisschen Feierabend gemacht worden mit dem Guru. Wobei, es waren 2 Gurus, ne? Der eine Guru hat uns, glaube ich, Geowurf oder so beigebracht und der andere irgendeine andere Attacke, keine Ahnung. Ist auch irgendwie egal. Crazy Time, wie ich immer so gerne zu sagen pflege. Ja. Mhm. Ich denke, das ist es dann soweit mit der Route. Das ging ja sehr schnell. Deswegen, da wir hier nichts weiteres zu finden haben. Let's go ins hohe Gras. Yeah. Mhm. Da ist ein Radfratz, ist mir jetzt erstmal egal. Und ich denke auch nicht, dass hier krasse Pokémon spawnen. 2 Radfratze und vielleicht noch ein Sandan. Ich glaube sogar Sandane spawnen hier, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Okay, es sind 3 Radfratze, die hier gerade ihr Unwesen treiben. Ah, schnell, bevor sie uns noch unsere Habseligkeiten klauen, ja? Sonst muss ich hier noch Rattengift streuen. Naja, gut. Lol, die Höhle da hinten. Zu der kommen wir auch noch. Keine Angst. Und zu dir kommen wir auch noch, du Sau. Azuria City, umgeben von einer mysteriösen blauen Aura. Und die Musik ist so cool. Ich muss generell sagen, die Musik ist sehr orchestralisch gehalten und das ist wirklich sehr nice. Klingt alles sehr, sehr gut. Du arbeitest an einem Pokémon, an einer Pokémon-Enzyklopädie? Klingt nach einem schönen Zeitvertreib. Ja, das kann man schon so sagen. Was geht ab, kleine Schwestine? Die Leute sagen, dass der Mann in dem Haus der Fahrräder aus der ganzen Welt sammelt. Ja, und da machst du Auge drauf, ne? Pikachu? Ja, Pikachu, was ist denn der Schönes? Ein Brunnen? Ja, der ist cool, ich weiß. Boah, Junge, was willst du mir damit sagen? Dass da ein Pokémon-Center ist, oder was? Ach, Pikachu, jetzt reiß dich mal zusammen, Mensch! Mhm. Und was macht Visaflor so? Er genießt das Leben. Ja, er streckt sich und entspannt sich. Ja, das kennt man auch von ihm. Da ist der Brunnen von Azuria City. Er bringt Glück. Es heißt, wenn man zusammen mit seinem Pokémon Geld hineinwirft, festigt man seine Bindung zu ihm. Ah, ein Glücksbrunnen. Hörabla, ja, ja. Der Springbrunnen plätschert vor sich hin. Willst du Geld in den Brunnen werfen? Wir sind mal Gönjamins und werfen 500 Pokédollar rein. Let's go. Was passiert jetzt? Platsch. Du hast 500 Pokédollar in den Brunnen geworfen. Ja, Pikachu. Ja, moin. Irgendwie sieht Tintin ein kleines bisschen glücklicher aus als zuvor. Ah, man kann damit wahrscheinlich die Zuneigung zum Pokémon stärken, oder was? Cool. Also wenn man zu faul ist, um Pokémon Ami zu benutzen, macht man das dann halt eben. Gegenüber vom Pokémon-Supermarkt wächst ein Strauch, sodass man nicht auf die andere Seite kommt. Aber angeblich soll es noch einen anderen Weg dorthin geben. Und das finden wir vielleicht sogar noch in diesem Patraus, Brudingos. Ja, wobei, ich glaube nicht. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam wieder richtig fit ist, würde ich es gerne in die Obhut eines erfahrenen Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Du hast bisher 44 Pokémon gefangen? Das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Wärst du so lieb und würdest dieses Bisasam an dich nehmen? Ja, gerne. Ich habe zwar eins, aber vielen Dank. Hätte es kein Shiggy sein können oder so? Naja, gut. Vielen Dank, Sirius. Mhm. Ja, will man ja nicht Nein sagen. Jetzt haben wir 45 Pokémon. Wenn da noch so ein, weiß nicht, NPC ankommt, der sagt, oh ja, ich habe einen mit Mewtwo und ich würde es ganz gerne in deine Obhut legen. Ah, du hast 45 Pokémon gefangen. Bitteschön. Wäre irgendwie ganz cool. Elektroball, Sternschauer. Ja, das war die falsche Attacke. Es ist nicht einfach, Pokémon zu trainieren. Ob ein Pokémon gehorcht oder nicht, hängt vom Können seines Trainers ab. Hm. Gehen wir mal in das Haus rein. Und da ist ein Wanderer. Gestern habe ich meinem geliebten Pipi den Kopf gestreichelt. Ganz ausgiebig mit beiden Händen. Vermutlich war ich dabei etwas zu energisch. Plötzlich hatte es nämlich ganz krauses, aufgebauschtes Fell auf dem Kopf.
Aber als ich es weitergestreichelt habe, sah es irgendwann wieder aus wie vorher. Okay, will das Spiel darauf hinaus, dass wir mit zwei Joy-Cons auch streicheln können? Statt nur mit einem? Eventuell. Ist möglich. Na gut, wir gehen mal in den Pokémon-Supermarkt rein und gucken, was uns hier erwarten tut. Kennst du Sonderbonbons? Im Laden habe ich keine gesehen, aber damit soll man den Level eines Pokémon auf einen Schlag erhöhen können. Je mehr Arena-Leiter du besiegst und Orden du erhältst, desto mehr Items stehen dir zum Kauf zur Verfügung. Das ist ein Zeichen dafür, dass du als starker Trainer anerkannt wirst. So sieht's aus. Mal gucken, was wir uns hier kaufen können. Wahrscheinlich den gleichen Stuff hier auch schon in Marmoria City. Ja. Der gleiche Scheiß. Naja, gut. Wir kaufen uns mal Paraheiler. Also von allen mal ein bisschen, ne? Vielleicht auch einen Aufwecker, den können wir auch bestimmt mal irgendwie gebrauchen. So. Und ganz wichtig, neue Pokébälle. 20 Stück. Das muss gegönnt werden, Brudingos. So. Ansonsten würde ich sagen, weiß nicht, 5 Pokébälle oder so. So, da haben wir unser Geld wieder in, sehr schön genutzt. Ja. Und jetzt ist die Frage, wohin mit unserem Leben? Wir können ins Pokécenter gehen, weil unsere Pokémon machen auch, glaube ich, gerade ein bisschen Feierabend, oder? Ja, es geht, aber die haben schon wirklich ausgiebig gekämpft und da müssen sie noch mal ein bisschen gestreichelt werden. Mhm. Also, let's go. Was war denn das da gerade eben rechts für ein Typ? Das war ja so ein Zirkusdompteur oder so. Kann das sein? Schauen wir mal. Ich finde es auch, by the way, cool, dass hier diese 16-Bit Looks oder Artworks der Pokémon gezeigt werden. Das zeigt von Retroness. Yeah. Oh, dein Pikachu sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu erlernen, die ich erschaffen habe. Willst du, dass ich ihm eine meiner fantastischen Attacken beibringe? Britzelturbo. Ja, nehmen wir mit. Was geht ab? Was hat die Attacke drauf? 50 Stärke mit ein stürmischer Blitzangriff mit hoher Erstschlag- und Volltrefferquote. Ja, moinsen. Ja, machen wir den Donnerschock weg, oder? Man muss dabei sagen, es ist natürlich eine physische Attacke, ja. Und der Angriff, der physische, ist halt etwas besser als der spezielle. Deswegen, ja, wobei, komm, wir machen die Donnerwelle weg. Schwazy. Mhm. Dankeschön. Danke für den Britzelturbo. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinen Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Danke, Dompteur. Do. Mulm. Es gibt zwei Arten von Angriffsattacken. Physische Attacken und Spezialattacken. Wenn der Angriffswert eines Pokémon hoch ist, solltest du ihm physische Attacken beibringen. Ja, yeah, ist okay. Mein Gott. Warum lese ich das überhaupt alles durch? Wenn du mit Freunden tauschst, kannst du eine Vielzahl verschiedener Pokémon-Arten erhalten. Außerdem steigen per Tausch erhaltene Pokémon schneller im Level auf. Sollte man also tun, ne? Da ist die Frage. Sind getauschte Pokémon aus Pokémon Go, ich sag mal, naja, steigen die auch schneller im Level auf, weil sie auch als getauschte Pokémon gelten? Dieser Bill, ich habe gehört, um an seltene Pokémon ranzukommen, würde er alles tun. Er würde sogar seine Eltern verkaufen. Ja. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf ihn. Wer würde nicht mit einer Sammlung wieder seiner prahlen wollen? Hey du, sag mal, willst du deinen Radfratz gegen meins tauschen? Ja, okay. Also moin. Damit wir das auch mal gemacht haben, ne? Klasse, dann lass uns gleich loslegen. Mal gucken, wie die Tauschanimation aussieht. Ah, eine Röhre. Das haben die aus Super Mario geklaut. Das kannst du laut sagen. Barbarat. Das ist lustig, weil Barbara und Ratte und... Oh, Alola Radfratz sogar. Ui. Ja, moin. Na, überrascht, mein Radfratz stammt aus der Alola-Region. Manche Pokémon unterscheiden sich je nach Herkunftsregion in Form oder Typ, auch wenn sie derselben Art angehören.
Nice, gut, dass wir das gemacht haben. Mit dir haben wir gesprochen, oder? Ja. Da ist die Frage, kommen wir jetzt in die Arena rein? Oder ist sie abgeschlossen? Aus irgendwelchen Gründen. Finden wir es raus. Du bist also auch ein Trainer. Diese ganze Sammlerei und Kämpferei ist sicher manchmal ganz schön anstrengend, oder? Ach, geht. Wir kommen rein. Ja, moin. Und da haben wir ganz viele leicht bekleidete Damen. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Kennst du Misty, die Arenaleiterin von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat, nur zur eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arenaleiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Oh Junge, das ist so nervig, Alter, ohne Witz, ne? Das heißt, man kann sich in diesem Spiel keine Challenges machen. Wie zum Beispiel, ich trainiere meine Pokémon weniger auf oder so, weil dann genau das passiert. Du wirst hier gestoppt. Das ist. Du kannst nicht auf deine eigene Art und Weise spielen. Das ist doof. Ich wusste es. Du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Dann hält dich nichts mehr davon ab, dein Können in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib alles. Yeah. Oh, was für eine Überraschung. Da kommt die Trainerin und macht einen Salto. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Gräten nass machen. Bis auf die Gräten? Nur weil ich aussehe wie ein Fischkopf. Junge, ist das dann Mädchen, ist das dann ernst? Wir wollen ja schön, ne? Gender neutral bleiben und so. Apropos Nude. Send Nudes, please, lol. Lul. Ja. Wenn man aus Gender Neutral Nudes macht, dann weiß man, dass man übelst sexistisch ist. Ach je, meine Bruts. So. Da werden jetzt hier die ich wollte gerade sagen Golbat, ja, ist klar. Da werden die Goldinis gepimpslappt von Bisaf Knosp. Hauen sie auf die Kacke. Weggeslappt, Junge. Mach dich weg, Mensch. Ja, dann würde ich sagen, komm, wir machen die Arena schnell hinterher, so. Das wird ja wohl zeitlich passen. Ah, blubber, blubber. Blub, blub. Blub, blub. Man kann sogar, wenn man möchte, die Pokémon-Trainer skippen. Du willst gegen mich kämpfen? Dann pass lieber auf. Ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist. Ja, ja. Sogar mit Quellwasser von Fiji. Ach ja. Schönheit Violett und dabei auch noch Bonzen, fordere ich heraus. Also, man hat es geschafft im Leben, wenn man sich mit Fiji-Wasser wäscht. Ja. Definitiv. So, okay, wir haben Muschas. Sind wir auch gerade zum ersten Mal hier? Und da sitzt Eissplitter ein. Oi. Das ist ja eben Nachteil gegen uns, aber wir bleiben mal bei dieser Knosp so. Ist doch egal. Dann mach deinen Eissplitter halt eben. Ja. Weil ich könnte auch Pikachu benutzen, wenn ich lustig wäre. Mache ich aber nicht. Weil ich es mir selber ein bisschen schwerer machen möchte. Aber mit Pikachu würde ich halt durchrennen. So. Na? Ja, Level 18, meine Bruts. Ja, lecker. So, wir haben 4 KP dazu bekommen, wegen dem Glückswert noch. Das ist nice. Lecker. Jetzt bin ich klatschnass. Ich bin so dumm. Ja, als wärst du nicht vorher auch schon dumm. Ich meine nass, ich meine beides. So, Medizintasche. Wir packen uns einen Trank. Der schmeckt. Und jetzt kommen wir zum letzten Trainer, bevor es dann zu Misty geht. Hast du diesen Sprung eben gesehen? Da war doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder? Ist immer so. Er war ungefähr auf dem Level wie Daniel Aminati in TV Total Turbo springen. Und jetzt mach dich vom Acker, Daisy. Bevor ich hier noch sauer werde. Alter, die setzen ja aber echt vermehrt Eis-Pokémon ein, ne? Das ist halt wirklich krass, damit man halt wirklich nicht Pflanzen-Pokémon einsetzt, sondern halt Elektro-Pokémon. Wobei ich mich frage, ist Europe vom Typ Eis? Nein, sonst würde er jetzt nicht geklatscht werden. Nicht geklatscht werden. Also, jedenfalls scheint er nur vom Typ Wasser zu sein. Vielleicht ist Yugong noch vom Typ Eis oder Yugong erst. Kann sein. Wissen wir nicht. Ja, da lässt sich spekulieren. Aber ja, so ist das. Deine Pokémon verdienen eine Goldmedaille. Ja, ich weiß. Dankeschön. Das ist sehr zuvorkommend, Schwestine. Wir halten das nochmal kurz auf.
Weil wir haben die Tränke und ganz ehrlich, so... Ich habe keinen Bock zu Pokécenter zu rennen, das kann man glaube ich sogar verstehen. Okay, let's go, meine Bruts. Ja, moin. Hey, du! Was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also, mein Motto lautet... Ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich vor meinen Liebling in der Nacht! Misty! Ich muss sagen, sie sieht echt sehr originalgetreu aus. Aus dem Anime wie in... Ja, wie aus dem Anime nur in HD. Läuft. Okay, wir haben ein Wasser-Pokémon, aber ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, ob Enton auch Psycho ist. Deswegen trotzdem Rankenhieb drauf. Wegslappen. One-Hit-K.O. weg. Level 18 ist es sogar. Das heißt, wir sind, wenn man so möchte, unterlevelt oder auf dem gleichen Level. Jetzt kommt Starmie und das könnte richtig nervig werden. Wir passen mal kurz auf. Damals hat sich Starmie in Pokémon Gelb und so immer gepusht mit den Kampf-Items von Misty halt eben, ne? X-Abwehr, ne, X-Spezial oder sowas. Ständig, ohne Witz, ne? Das war so nervig. Sternschauer. Das stecken wir ganz gut weg. Was macht der Rankenhieb? Ah, okay, guck mal an. Ja, Starmie hält ein bisschen mehr aus, ist Level 19. Und er macht Psy-Welle. Oh je, wir tauschen mal kurz aus. Ich möchte meinem Bisa-Knosp das nicht zumuten, auf die Fräsen zu bekommen. Deswegen tauschen wir Pikachu ein, machen die neue Attacke, und zwar... Wie hieß die nochmal? Irgendwas mit Blitz, irgendwas? Finden wir was raus? So, okay. Da würde ich sagen... Britzelturbo! Mal gucken, wie die Attacke aussieht. Ja, cool! Das sieht voll schön aus! Ne, da möchte man ja meinen, so, die Entwickler geben sich ja gar keine Mühe, Attacken zu entwerfen, die auch authentisch aussehen. Weil es gab hier und da mal aus den damaligen Gameplay-Trailern und so Szenen, wo Pikachu einfach nur so leicht auf dem Boden rumgesprungen ist und dem Gegner Schaden gemacht hat. Und das sah mir jetzt nicht so aus. Das sah wirklich sehr detailgetreu aus. Wow, ich hab verloren. Ja, es tut mir sehr leid, Misty. Und Taubsi entwickelt sich. Ja, das kommt ja echt gelegen. Wir haben Tauboga-Brudingos. Sehr schön. Und damit ist es sogar ein bisschen stärker als vorher. Und wir könnten es echt überlegen, auch zu mainen. So langsam, aber sicher. Ne? Ich meine, Tauboss, ne? Für den Anfang krass, aber so auf Level 70, 80 ist Tauboss auch nichts mehr wert. Und aufwärts. Dieses kraftvolle Pokémon wacht unermüdlich über sein riesiges Territorium und fliegt weite Strecken auf der Suche nach Beute. Je. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Je. Du hältst den Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. Aquawelle? Siedewasser? Ui. Ja, moin. Mit der TM 29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser beibringen, wenn es sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Ja, kann ich gern tun, Sirius. Aber zuerst mal, gehen wir uns heilen. So sieht's aus. Mein Gott, wir sind heute echt produktiv, oder? Wir haben es heute geschafft. Wir haben ja, fast komplett Azura City erkundet. Wir haben Pikachu eine neue Attacke beigebracht. Wir haben die Zuneigung zu Pikachu gestärkt. Und auch die tiefere Verbindung. Und wir haben die Arena-Leiterin besiegt. Und das alles innerhalb von knapp 20 Minuten. Das war eine Leistung. So, Siedewasser. Kann ich die einem Pokémon beibringen? Ich denke nicht, weil ich habe kein Wasser-Pokémon, aber mal sehen. Wir gehen in die TM-Box rein. Und hat Siedewasser nicht sogar eine krasse Stärke von 80 oder so? Ist heftig. Heizt dem Ziel mit einem Schwall siedenteißenden Kochwassers ein. Das Ziel erleidet dabei eventuell Verbrennungen. Das ist richtig nice. Nicht erlernbar. Ach, Mulm. Hätte mich aber auch bei meinem Pokémon gewundert, ne?
Nun denn. Ije, lass uns weitergehen. Wir müssen noch den oberen Teil erkunden. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Ach ja, Brudingus, ey. Ich liebe das Spiel bis jetzt, ey. Klar, es gibt so kleine Dinge, die mich so ein bisschen stören, aber... Ja, kein Spiel ist perfekt. Dieser Knospe schnüffelt all die Gerüche, die im Raum liegen. Es riecht wahrscheinlich nach Beeren. Nur sehr begabte Trainer können sich Orden verdienen. Wie ich sehe, gehörst du bereits zu dieser Gruppe von Trainern. Möchtest du, dass ich dir etwas über die Orden erzähle? Nein. Das war auch damals so ein Typ, man konnte sich alles von dem erzählen lassen und so, aber... Nee, nee, lass mal stecken. Ich will aber an die Beeren rankommen, die auf dem Tisch da sind. Gib die mal her, du Sau. Hätte er sich nicht einen Meter weit wegbewegen können, damit wir an diese Beeren rankommen. Es ist traurig. Na gut, was gibt's hier? Ein Pokéball. Ein Sonderbonbon, Bruders. Ja, moin. Yeah, sehr gut. Das ist sehr nice. Und jetzt würde ich sagen, für den Rest des Parts ziehe ich es in Erwägung, mal hier in das Haus reinzugehen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Oh, Onyx, wie passt der denn hier rein, Alter? Vor allem, wie kommt er hier wieder raus? Also gut, Pokéball, aber auf normalem Wege kommt er hier nicht raus, oder dass er das Haus kaputt macht. Nix. Nixilein. Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixilein dabei hatte. Puh. Mein Nixilein ist so gut trainiert, dass es von alleine in seinen Pokéball geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Dann habe ich nichts gesagt, aber allein die Logik. Wow. Ich meine, das müssen ja Kosten sein, ne? Da muss ja teuer wie sonst was sein. Mhm. So, wir haben Schwester hier, Officer Rocky hier. Bei den Leuten in diesem Haus wurde eingebrochen. Zeugenaussagen zufolge gehörte Täter zu Team Rocket. Um die Opfer des Einbruchs zu schützen, lasse ich hier momentan nicht mal ein Ratfratz ungeschehen passieren. Das heißt, wir müssen uns hier nach oben bewegen, ne? Und erstmal diese Nebenquest machen. Oh, Gary! Das Pokémon hat muss mich beruhigen! Gary, Bruder, was ist los bei dir, Mann? Junge, hast du doch alle Latten am Zaun? Und er hat drei Pokémon am Start. Taubsi. Oh. Ja, moin. Da müssten wir jetzt aber eigentlich einwechseln, weil da wird sonst kritisch. Es sei denn, wir machen eine Kopfnuss, weil er ist ein Level... Nein! Oh, meine scheiß Joy-Cons, die regen mich auf. Ich hätte ihn killen können. Diese verdammten Joy-Cons, die fucken mich so ab, ne? Diese verdammte C-Stick, der so unkalibriert ist. Also ehrlich, ey. Ich hätte mir das Pokéball Plus-Paket kaufen müssen, ey. Wow. So, Myrapla. Das ist die Frage. Ja, gehen wir auf Tauboga, komm. Ja, der erste Auftritt von unserem Tauboga, oder? Den haben wir noch nie vorher eingesetzt. Let's go, Brutz. Yeah. Und ihr seht, in diesem Part haben wir eigentlich nichts anderes gemacht, als gegen Trainer zu kämpfen. Also hier wurden diesmal keine Pokémon gefangen, sondern hier wurde nur gekämpft. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil, naja, das zeugt von Abwechslung quasi. Wir haben quasi jetzt von Mamoria City bis Azuria City nur gegen Pokémon-Trainer gekämpft und Pokémon gefangen. Sehr viele Pokémon gefangen. Und jetzt gibt es auch mal so eine Abwechslung, dass wir ja halt eben jetzt hier chillen können und ausschließlich gegen Pokémon-Trainer kämpfen. Finde ich gut. Das ist auch mal ein anderes Bild, was uns hier serviert wird. Also nicht nur werf tausende Pokébälle, sondern kämpf auch mal eine Runde gegen Trainer. Nice Tendo. So, Doppelkick. Und dann sollte Evoli eigentlich Feierabend sein, ja. Volltreffer sogar. Und tschüss. Mach's gut, Evoi. Und das gibt auch leckere Erfahrungspunkte und Gary ist besiegt. Puh, jetzt habe ich mich aber wieder ein bisschen beruhigt. Besser für dich, Mann. Besser für dich. Oh Mann, also wirklich. Tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber
Da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin... Und jetzt halte ich bitte fest. Da war Bill, der Pokémaniac, gar nicht da! Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Oh, wenn ich nur daran denke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Halte ich am besten von seinem Haus fern, Random Kai. Ich zumindest werde einen großen Bogen darum machen. Da werden große Bögen gemacht wie in Pokémon Go. Da fliegen Kugeln im hohen Bogen wie bei Pokémon Go. Yeah. Und im nächsten Part, Brudingos, geht's hier zur Nugget-Brücke. Hallo? Lisa Knott? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Naja, gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Pokémon Let's Go sehen, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und beim nächsten Mal geht's zur Nugget-Brücke. In dem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao! Yeah.